Herzlich willkommen in meinem Nähzimmer. Zu Käthes Nähstunde kann ich heute gar nichts sagen, denn heute wird kaum genäht, nur ein paar Stiche mit der Hand, denn meine Nähmaschine ist mal wieder zur Reparatur und da habe ich mir überlegt, ich werde heute mal einen Engel basteln. Und wie ich den Engel gebastelt habe, das könnt ihr in meinem heutigen Video sehen. Für den Engel braucht es gar nicht viel. Ich habe den Engel auf eine leere Flasche gebastelt, da war mal Seifenlotion drin. Dann braucht man nur etwas Spitze, ein bisschen Deko, wie so kleine Röschen zum Beispiel oder so eine Schleife. Man braucht ein bisschen Strickgarn und ein ganz bisschen Flieseline. Und wenn man hat, noch so ein bisschen Borte als Heiligenschein und dann kann man daraus schon einen Engel basteln. Ich habe dem Engel kein Gesicht gemalt oder gestickt, weil ich das zu schade finde. Ich finde den Engel so schön, wenn er kein Gesicht hat. Wenn ihr den Engel nachbasteln möchtet, könnt ihr ihm natürlich selbstverständlich auch ein Gesicht machen. Aber ich habe es halt so gemacht. Nun wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zuschauen. Damit der Engel einen schönen Stand hat, habe ich mir so eine Plastikflasche ausgewaschen. Da war Flüssigseife zum Händewaschen drin und die Flasche ist ja durchsichtig, aber der Engel soll ja ein weißes Röckchen bekommen aus weißer Spitze und damit man dann diese durchsichtige Flasche da nachher nicht mehr sieht, male ich die einfach mal so mit weißer Farbe über. Ich hatte noch so einen Rest Buntlack, den man auch für Kunststoff nehmen kann. Und damit habe ich die Flasche einfach so eingepinselt. Da sind ja vorne und hinten, also auf der Vorderseite und auf der Rückseite von der Flasche, sind ja immer so Aufkleber drauf. Den einen habe ich abbekommen, den anderen nicht. Also habe ich das dann so übergestrichen. Und vom Aufkleber sieht man jetzt auch nichts mehr. So, und das lasse ich jetzt erstmal trocknen. Und in der Zeit kann ich den Körper vom Engel vorbereiten. Als nächstes möchte ich jetzt den Körper des Engels formen, also Kopf und Arme. Dazu habe ich mir eine Pappe vorbereitet. Die hat hier eine Länge von 18 cm. Dann habe ich noch einen Rest weißes Garn. Das ist ganz preiswertes Polyacrylgarn. Das habe ich mal im Drogeriemarkt gekauft. Da haben 50 Gramm eine Lauflänge von 133 Metern. Und jetzt habe ich ja hier den kleinen Schlitz gemacht und da klemme ich oben einfach so den Faden ein, also das Garn, und wickel dann das Garn hier um meine Pappe. Ich muss das selber mal mitzählen, wie oft ich da drum rumwickel. Das sage ich euch dann gleich, wenn ich die Pappe so weit bewickelt habe, dass ich meine, dass das für den Körper von dem Engel reicht. Also ich werde die Pappe jetzt erst einmal mit dem Garn bewickeln. Also ich habe mitgezählt, ich habe jetzt 90 Mal hier rumgewickelt und dann habe ich das Garn abgeschnitten und habe mir noch ein Stück Garn auch abgeschnitten, damit ich den Kopf gleich abbinden kann. Für den Kopf habe ich mir hier etwas Watte genommen und daraus werde ich den Kopf formen. Und weil das in meinem Falle so nicht hält, diese Watte springt immer wieder auseinander, wickele ich da einfach etwas weißes Nähgarn drumherum, damit ich dann eine Kugel bekomme, die ich dann so als Kopf einarbeiten kann. So sieht meine Wattekugel jetzt aus. Ich habe da Nähgarn drum gewickelt, damit das so ein bisschen in Form bleibt. Und hier habe ich mein Garn, das habe ich inzwischen von der Pappe abgenommen und habe das in der Mitte mit einem weißen Faden zusammengeknotet und festgebunden. Und als nächstes mache ich jetzt hier in der Mitte ein bisschen Heißkleber drauf und klebe meinen Kopf da drauf. Das heißt, meinen Kopf natürlich, nicht den Wattekopf von dem Engel. Und dann drehe ich das Ganze um. Und dann versuche ich möglichst gleichmäßig das Garn um diese Wattekugel zu verteilen. Und wenn ich das so weit hinbekommen habe, dann nehme ich mir einen weißen Faden und binde das hier unten ganz stramm ab, sodass ich dann schon den Kopf von dem Engel geformt habe.
Als nächstes werde ich die Arme für den Engel vorbereiten. Da habe ich ja hier meine Pappe, die 18 cm lang ist. Die werde ich einfach jetzt um 2 cm kürzen, sodass sie nur noch 16 cm lang ist. Und dann bewickel ich die Pappe genauso wie vorhin mit dem Garn. Allerdings habe ich ja vorhin 90 Mal um die Pappe drumherum gewickelt. Jetzt werde ich weniger wickeln für die Arme, vielleicht 30 Mal, aber ich werde mitzählen und sage euch dann gleich, wie oft ich da drumherum gewickelt habe. Also hier oben wieder in den Schlitz das Garn und dann wickle ich hier ein paar Mal drumherum für die Arme. So, ich habe mitgezählt, ich habe hier jetzt 25 Mal drumherum gewickelt und kann mein Garn jetzt hier abschneiden. Wenn ihr dünneres Garn nehmt, dann müsst ihr vielleicht ein paar Mal öfter wickeln. Aber ich habe ja jetzt hier dieses Garn 50 Gramm, 133 Meter Lauflänge. Da reicht das mit 25 Mal hier drum zu wickeln, sonst werden die Arme nachher zu dick. Als nächstes kann ich jetzt mein Garn hier von der Pappe abmachen. Nun werde ich hier an den Enden etwas abbinden für die Hände und damit ich das hier schön gleichmäßig oder sagen wir mal ziemlich gleichmäßig hinbekomme mit dem Garn, stecke ich mir da eben den Stiel von der Häkelnadel rein und dann nehme ich ein weißes Stück Garn und gehe da so ein paar Mal drum rum und mache dann ein paar Knoten und habe dann so ein Händchen abgebunden. Einfach ein paar Mal festknoten, damit das auch hält. So, die Bänder kann ich dann abschneiden, die Enden. Und dann mache ich das auf der anderen Seite auch so. Da stecke ich dann auch wieder meine Häkelnadel so rein und gucke, dass die einzelnen Fäden da gut drauf liegen. Und dann binde ich das auch wieder ab. Einfach wieder so ein paar Mal rumwickeln und dann knoten. Und beim Knoten darauf achten, dass beide Enden zur gleichen Seite geknotet werden. Also bei mir liegen jetzt die Knoten jeweils oben. Dann kann man das nämlich nachher beim Festmachen der Arme so machen, dass man die Knoten nicht so sieht. So, da habe ich jetzt auch ein paar Mal geknotet und kann das dann auch abschneiden. Und jetzt sehen die Hände ja so aus und weil mir das nicht so gefällt, gehe ich jetzt einfach mit einer großen Nähnadel hier nochmal durch alle Schlaufen. Da habe ich mir doppeltes Nähgarn eingefädelt. Da gehe ich jetzt einfach ein paar Mal durch mit dem Nähgarn und ziehe mir dann die Händchen dadurch so ein bisschen zusammen. Mit Zwirn könnte man das auch machen, aber ich habe gerade keinen Zwirn in Weiß. Deshalb gehe ich da einfach so mit dem Nähgarn durch. Aber ich muss sagen, mit dem Nähgarn, das ist auch ein bisschen feiner. Das ist vielleicht auch besser als Zwirn. Nur Zwirn reißt ja nicht so schnell. Und man muss ja hier schon richtig tüchtig dran ziehen, damit man da so ein Händchen bekommt. Aber mir ist es ja jetzt auch nicht gerissen. Also man sieht, es geht auch mit Nähgarn. Und so sieht die Hand ja schöner aus. Das mache ich jetzt bei der anderen Seite auch. Da sieht die Hand so aus. Da gehe ich jetzt auch noch ein paar Mal mit dem Nähgarn durch. Wie gesagt, doppelt einfädeln. Ich habe extra eine große
Stopfnadel genommen und gehe dann hier so durch alle Schlingen und gehe dann da ein paar Mal durch, damit die Hand dann schön geformt ist. Hier habe ich jetzt die Ärmchen und die muss ich ja jetzt hier mit dem restlichen Körper verbinden. Dazu tue ich mir hier unten wieder ein bisschen Heißkleber rein. Wenn ihr das hinkriegt, könnt ihr den Heißkleber auch weglassen. Ich mache das nur, damit mir das nicht alles so wegrutscht. Jetzt muss man darauf achten, dass man die Knoten unten hat. Dann kann man die Ärmchen da so ein bisschen festkleben. Und dann binde ich das hier unten auch nochmal wieder ab. Also wenn ihr das so hinkriegt, könnt ihr den Kleber auch weglassen, auch hier oben am Kopf. Aber ich mache das mit, damit mir das nicht alles so wegrutscht. Wenn ich die dann so eingepasst habe, die Arme, dann kann ich das hier unten auch nochmal wieder mit einem weißen Band festbinden. Und da müsst ihr gucken, welche Seite jetzt schöner aussieht, so vom Kopf, diese Seite oder die andere. Und da, wo die Rückseite wird, da macht ihr dann den Knoten. Auch wieder ein paar Mal Knoten, damit das auch gut hält. Der Engel ist soweit vorbereitet und ich wollte den Engel ja auf der Flasche von der Flüssigseife drapieren. Und damit das Ganze etwas mehr Stand hat, habe ich hier ein 15 cm langes Stöckchen. Und das werde ich jetzt noch hier innen so durchstecken. Kann ich vielleicht auch noch ein bisschen festkleben jetzt. Und dann streiche ich das Garn einfach so runter und wickel dann mit dem restlichen Garn, das ich noch habe, einfach ein paar Mal hier ganz stramm drumrum, damit ich dann nachher so eine Art Stöpsel, sage ich mal, oder Korken oder ich weiß nicht, wie man es nennen will, bekomme und das Ganze dann besser in die Flasche bekomme. Also ich wickel das jetzt so, dass ich das Ganze dann später in die Flasche stecken kann. Einfach mit dem Garn ein paar Mal drumherum wickeln. Jetzt habe ich den Körper vom Engel hier in die Flasche gesteckt. Das ging ganz gut, das sitzt auch schön stramm hier drin. Ich habe die Flasche jetzt nicht mehr beschwert unten, weil ich außer Reis zum Beschweren gerade nichts im Haus habe. Also wenn ich jetzt ein bisschen Vogelsand gehabt hätte, hätte ich da vielleicht auch ein bisschen Vogelsand reingetan. Aber ich denke, die Flasche hält auch so. Sie hat ja unten einen großen Boden. Da hat sie einen guten Stand, also sie wird auch so halten. Aber wenn es euch lieber ist, dann könnt ihr ja unten als Gewicht ein bisschen Vogelsand oder so Kirschkerne, getrocknete Kirschkerne oder sowas einfüllen, damit das ein bisschen mehr Gewicht hat unten. Als nächstes soll der Engel ja jetzt noch ein Röckchen bekommen. Da habe ich hier so preiswerte Spitze, habe ich mal im Internet bestellt, kommt aus China. Die Spitze ist ungefähr 8 cm breit und hat an beiden Seiten so kleine Bögen. Da habe ich mir jetzt einen Meter abgeschnitten und den habe ich mir eingekräuselt, also ungefähr alle 2 cm immer ein- und ausgestochen. Und dadurch habe ich mir das so etwas eingekräuselt.
Und das wird jetzt die erste Lage vom Röckchen für den Engel. Das wird die Vorderseite von dem Engel und deshalb lege ich die Spitze da jetzt so drum. Die ist ja jetzt eingekräuselt. Die lege ich da jetzt so rum, zuppel mir das so ein bisschen zurecht hier und nähe die dann auf der Rückseite einfach mit ein paar Stichen zusammen, so dass das dann so hält. Das ist dann die erste Lage vom Röckchen und dann mache ich noch wahrscheinlich zwei Lagen unten drunter. Die erste Lagespitze habe ich jetzt hier hinten so ein bisschen angenäht und jetzt kommt die zweite Lage. Hier oben ist das ja ziemlich eng, da habe ich mir ja 1 Meter Spitze abgeschnitten, aber hier unten ist die Flasche ja weiter, da habe ich mir jetzt 1,50 Meter Spitze abgeschnitten und die werde ich jetzt auch kräuseln und dann mache ich erst hier unten einmal Spitze dran, damit ich dann sehe, wo ich die dritte Lage ansetze. Also als nächstes werde ich mir 1,50 Meter kräuseln und die nächste Lage dann so festmachen, dass das dann unten mit dem Boden abschließt. Also erstmal werde ich jetzt die 1,50 Meter lange Spitze kräuseln. Ich habe die nächste Spitze jetzt auch gekräuselt, also 1,50 Meter hatte ich mir da ja abgemessen. Und die werde ich jetzt so anbringen, dass sie hier unten mit der Flasche abschließt. Ich habe mir hier oben den Umfang gemessen, das sind bei mir ungefähr 30 cm, deshalb habe ich die Spitze auf eine Länge von 31 cm gekräuselt. Jetzt kann ich hier ja nicht mit der Heißklebepistole, mit dem Heißwachs, mit dem Heißkleber drauf kleben, deshalb habe ich da doppelseitiges Klebeband aufgeklebt bei 8 cm und dann kann ich die Spitze hier so ankleben und dann auf der Rückseite wieder ein bisschen festnähen, sodass die Spitze dann so unten mit der Flasche abschließt. So sieht das jetzt aus mit den 2 Lagen Spitze. Man könnte schon fast sagen, das reicht. Aber ich werde da noch eine dritte Lage Spitze kräuseln, jetzt auch wieder 1,50 Meter und die werde ich noch hier zwischensetzen. Mache ich auch wieder mit ein bisschen Klebeband erst und dann messe ich mir den Umfang aus, dass ich weiß, auf welche Länge ich die Spitze kräuseln muss. Also ich nehme auch wieder 1,50 Meter und dann setze ich die hier noch so zwischen, dass der Engel dann einen richtig schönen, voluminösen Rock bekommt. So sieht der Engel jetzt aus. Ich habe da jetzt noch die dritte Lage Spitze angeklebt und angenäht und dann habe ich so ein paar Rosen vorne auf die Spitze geklebt und eine Schleife und ein kleines Herz. Und hier oben auf den Kopf, da habe ich so ein bisschen goldfarbene Borte mit einer Stecknadel aufgesteckt. Und jetzt muss der Engel ja noch Flügel haben. Für die Flügel habe ich mir auch von der 8 cm breiten Spitze etwas abgeschnitten, ungefähr 60 cm. Und dann habe ich so fast mittig 16 cm ganz dünne Flieseline aufgebügelt, damit der Flügel etwas Stand bekommt. Und dann schlage ich die Spitze einmal so rüber. Und von dieser Seite auch. Und nähe das Ganze hier einmal vorsichtig zusammen an dieser Seite. Nachdem ich die Seiten hier zusammengenäht hatte, habe ich noch ab und zu so einen ganz kleinen Klecks Kleber zwischen die Spitzen getan, damit das auch zusammenhält. Und das Ganze ist jetzt ungefähr 20 cm lang. Und jetzt werde ich das ein bisschen falten und dann nehme ich einen weißen Faden. Ich nehme einfach das Garn, was ich da für den Körper von dem Engel genommen habe und knote das hier in der Mitte einmal zusammen. Und dann sieht das so ein bisschen aus wie eine Schleife und das Ganze klebe ich dann hier hinten an den Engel, so dass er dann auch Flügel hat. Die Flügel habe ich angeklebt und mit der dünnen Flieseline, das geht wirklich gut, da haben die Flügel einen schönen Stand und damit ist der Engel dann fertig. Ich hoffe, meine kleine Bastelidee heute hat euch gefallen.
Meine Nähmaschine ist zur Reparatur. Da kommt man dann auf solche Ideen, dass man sich an einem Engel versucht. Und ich hoffe, der Engel gefällt euch. Und falls ihr den Engel nachbasteln möchtet, dann wünsche ich euch wie immer viel Spaß und viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.